Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Servus Leute und zurück zu Age of Conan, der dritten Folge. So, wie versprochen, machen wir heute mit dem Gruppierungsquest weiter. Wir sollen einmal die Kiste der Unterhändlerin, der Sheng Ho, übergeben. Und... oh mein Gott, die schreien aber. Und müssen Fuchsschwanz-Lilien pflücken. Da schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. So, Karte weg und go, würde ich sagen. Dem Bildmachgerät an und dann schauen wir mal. Todeshauch, Skorpion, den brauchen wir nicht, glaube ich. Wir gehen gleich mal hier rüber. Und schauen doch mal, ob wir hier die Fuchsschwanzlilien auch irgendwo sehen. Die nehmen wir die natürlich gleich mit. Ist ein Riesengebiet, wo wir die finden können. Also werden schön verteilt sein. Alles rot hier, mein Gott. Todeshauchskopf. Oh. Lässt du mich in Ruhe? Okay, der tut mir anscheinend nichts. Alter, weiß ich gar nicht, wo du lang gehen sollst. Geschworener Tiger. Setz dir mal ein CC. Weg. So, stirb. Eingeweide. Okay, die nehmen wir natürlich mit. Das können wir alles verkaufen. Kriegen wir ein bisschen Money, Money, Money. Mein Gott, sind hier viele Gegner, ey, heftig. Dort ist, glaube ich, auch eine Instanz. Warte mal, was ist das da oben? Palast von Yun Rao. Eine 6er Instanz. Brauche ich gar nicht überlegen, dass ich da alleine reingehe. Werde ich nicht schaffen. So. Bin ich schon richtig? Okay, die Sheng Ho sind noch gelb für uns. Das heißt, die lassen uns jetzt noch in Ruhe. Machen wir uns aber erstmal den Rest-Punkt hier. Habe ich den schon, hä? Hier war ich doch noch gar nicht. Okay. Kriegst die Kiste. So, jetzt hoffe ich mal, dass uns hier keiner angreift. Ah, jetzt greifen sie wieder an, okay. Wir gehen. So, okay. Ich müsste jetzt eigentlich in die Stadt zurück. Schau aber jetzt, ob wir nicht die Fuchsschwanzlilien da machen können. 4 Stück. Mann, Mann, Mann. Wo werden die denn sein? Wäre natürlich nice, wenn es auf dem Weg hier irgendwo wäre. Aber bei meinem Glück ist es natürlich wieder nicht so. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kommen wir langsam in das Gebiet. Schauen wir mal, ob wir irgendwo so eine Lilien finden. Ja. Diese Quest kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Kann sein, dass ich... vorher war ich, glaube ich, noch nicht bei den... Yakosha. Die haben natürlich, jede Gruppierung hat natürlich andere Quests.
müssen doch hier irgendwo sein, die komischen Lilien. Ah, da sehen wir sie schon. Da leuchtet schon, okay. Dann haben wir den Speisesprossen down. Sehr schön, haben wir schon eine. Dann brauchen wir noch drei. Ich könnte natürlich jetzt hier warten, bis das wieder respawnt, aber das ist auch langweilig. Was ist denn das da hinten? Sein. Diese komischen Vipers hier. Ich glaube, da unten steht ein Boss, oder? Ne, sieht bloß so aus, okay. Okay. Ist eigentlich irgendwas nicht rot? Gehen wir hier lang. Hier müsste nämlich irgendwo eine Kiste sein. Da vorne an der Statue wahrscheinlich. Wir müssen den aber ausschalten hier. So, schau mal, hier müsste irgendwo eine Kiste sein. Okay, und das ist auch so eine komische Lilie. Oh. Boss. Was ist denn die? Müsste da genau hier sein irgendwo. Oder die hat dafür irgendein anderer Spieler schon gelootet. Oh. Thank you.
Hey, der war nicht mehr im Archiv, man. Wo ist denn die blöde Kiste hier? Ja, der hat dann anscheinend schon andere Spieler gelootet. Ja, die müsste eigentlich genau hier sein, irgendwo. Oder ist die irgendwo hier versteckt oder so? Ne, ich sehe hier nichts. Oder ich bin blind. Dann hat es ein anderer Spieler gelootet. Okay, das warten wir, können wir aber abwarten, weil dann machen wir nämlich gleich hier das fertig. Hier nischt. Irgendwo drauf? Nee. Kann ja hier auch nicht sein, gell? So, mal das Ding gleich mal respawnt. Da ist es schon. Okay, dann hätten wir die auch abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir können jetzt hier einen Haufen abgeben. Wir gehen mal zurück. Nach Shaolun. Oh, komm, wir nehmen jetzt mal das Kamel. Kommen vielleicht ein bisschen schneller durch. Also wir werden abgeworfen. Sind wir denn jetzt hier überhaupt? Können wir gar nicht mehr aus. Wir müssen uns rechts halten. Feuervogel. Gut, da hinten ist Tamarins Tiger, da müssen wir eigentlich jetzt von hinten reinkommen. Hier müsste es eigentlich sein, ja. Okay. Wir können natürlich nicht mit so einem Reittier in die Stadt. Das geht nicht. Das haben sie gesperrt. So, geben. Sehr schön. Wir haben schon so viele Tränke da drin. So, schauen wir doch mal auf unser Quest-Inventar. Hier haben wir wieder Scharlachzirkel. Hier koscher Scharlachzirkel. Genau. Und wie gesagt, eben von den Yakoschern und Scharlachzirkel, die will ich halt immer machen, die Quests. So, dann gehen wir nochmal zu Yibil und erstatten den Bericht.
Sehr schön. Na, ich kriege mich noch auf Zeug hier. Wird unsere Kiste gleich wieder voll sein. Okay, wir müssen jetzt hier diese tierten Soldaten entlarven. Ich hoffe mal, dass uns die irgendwie angezeigt werden. Gelbe Priester sind es nicht, ist klar. Morsche Messer auch nicht. Na, das mache ich nicht. Nein, die Scholaren will mich nicht anschließen. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht hier auf einmal der Falschen anschließen. So, jetzt muss ich hier noch irgendwo was sein. Ziel erreicht, Jai suchen, Jai unbemerkt folgen. Wo ist denn der? Ja, da ist er. Okay, wir müssen ihm folgen. Hingeht. Boah. Mops. Möpse. Auf dem Möpse rennen hier rum. Was man sieht hier nicht Pull auszusehen. Mit Fangreden. Mit Fangreden. Fang Yang Zik Yang. Der müsste eigentlich irgendwo hier draußen rumrennen. Vielleicht oben. Muss fangen. Der muss hier irgendwo sein. Ach, die ist es. Da waren wir doch schon mal, Mage. Okay. Oh, muss ich das jetzt nochmal machen, oder was? Ja, das machen wir später. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Habe ich die Quest hier versemmelt. Ach komm, wir probieren es nochmal. Hey! Klar!
Ich weiß eben nicht, wie weit sie weg sein dürfen und wie nah ich dran sein darf. Blöd ist halt einfach hier mit den scheiß Gegnern. Scheiter, warum scheitert das denn immer? Okay, hilft nicht. Dann... müssen wir anders gucken. Ich habe hier vorher was gesehen. Und zwar den Hu. Ein desertierter Soldat. Schauen wir. Okay. Dann fehlen mir noch drei. Also muss ich nach dem gelben Ausschau halten. Ich weiß ja nicht, ist das einer oder nicht? Komm, ich mach die mal weg hier. Okay, der hat nicht gezählt. Okay, hier ist nichts. Dann schauen wir hier nochmal rum. Da ist einer. Gut, Mensch. Okay, eine noch. Eine noch. Ja, das hat einen Langfinger. Schauen wir mal, ob wir hier noch einen finden irgendwo. Irgendwo einer rumsteht. Muss irgendwo eine Kiste sein. Ich denke mal, dass die oben ist. Dann gehen wir doch gleich mal hoch. Dann können wir gleich die Kiste snacken.
Scheiße. Genau, alles fürs Archiv mint. So, einen brauchen wir jetzt noch. Schauen, wo der rumeiert. Dorfbewohner, morsche Messer. Ah, da ist er. Sehr schön. An die Tür klopfen und Deserteure töten. Und dann nochmal die Tür. Jetzt gehen wir mal. Dort runter, also raus von der Stadt. Okay, jetzt haben wir die Quest nochmal bekommen, aber die mache ich jetzt nicht. Wir machen jetzt auch die eine Quest fertig, Leute, und dann würde ich sagen, machen wir auch schon wieder Schluss mit der heutigen Folge. Irgendwie muss man an die Tür klopfen hier. Hier vielleicht. Ja, hier. Fliehende Deserteure stellen und töten. Boah. Da hoch. Mann, die glaube ich da oben rechts in dem Lager. Die fliehenden Deserteure, die finden wir schon.
Irgendwo hier müssen sie rumrennen. Da glaube ich, da sind sie, oder? Gesetzloser Jäger. Dieser Tür da. Hier sind sie. Bericht erstatten. Haben wir das auch erledigt? Sehr schön. Schnell mit dem Inventar schauen, wie viel. Gar kein. So eine Fraktionstruppen. Wir müssen unbedingt mal ein bisschen Zeug verkaufen. Der Inventar schon was wieder voll. Okay, und dann würde ich sagen, ab zu G. Und dann werden wir eben mal Bericht erstatten. Wo ist denn die Tante jetzt? Muss ich außenrum. Alles verwinkelt hier in der Stadt. Muss erstmal schauen, wo wir hier lang müssen. So. Geht die Frame schon deutlich runter. Wahnsinn. Jetzt geht sie wieder hoch. Und das ist natürlich dann und wäre der Optimalfall, diese Rüstung hier, wenn ihr hier seht. So sieht es natürlich dann aus, wenn man alles Episches hat. Und das ist natürlich schon erste Sahne. Ich habe natürlich keine kaiserlichen Insignien mehr. Kann man hier halt eintauschen, dass man im Rang schneller aufsteigt. Und ich zeige euch das dann auch mal. Und wo man die Rüstung kaufen kann, das ist im Karakorum. Das ist ja, sozusagen das gefährlichste Gebiet hier in dem Game. So, wir haben hier auch wieder ein paar Punkte bekommen. Dankeschön. Wiedersehen. Oh, die hat schon wieder eine Quest für mich. Die haben halt auch wiederholbare Quests, muss ich sagen. Menschenblut sammeln, Lian Karkom aufsuchen, wenn ihr zum Thaumaturgen Rang 2 aufgestiegen seid. Wat? Ich will mir doch für keine Seite entscheiden. Ich könnte zwar noch, aber Menschenblut, was haben wir hier? Hier oben ist dann Thaumaturgen Rang 2. Wo bin ich denn da? Thaumaturgen. Die habe ich noch gar nicht drin bei mir. Aufstellung, Wieden, Legion. Kinder von Yakosha. Habe ich auch schon Rang 1. Jetzt müsste ich ja bald im Scharlachzirkel Rang 2 sein. Sehr schön, es läuft, würde ich sagen. Gut, Leute, ich würde sagen,
Wir machen an der Stelle jetzt einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ob wir es dann hier weitermachen, weiß ich noch nicht. Es kann auch sein, dass dann vielleicht mal eine 6er Instanz oder so drankommt. Werden wir schauen, was wir machen. Was, wie ich dazu komme, irgendwas natürlich zu machen. Man muss ja alles nehmen, wie es hier gerade so ankommt in dem Game. Richtig planen kann man es eigentlich nicht. So Leute, dann würde ich sagen, ich habe mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da, wie ihr lustig seid. Genau, dann würde ich sagen, bis bald, ciao, ciao, euer Andi.